Nein, nein, wir kümmern den Neustrom kümmern. Das ist bei der Feuerwehr hinten. Ja, ja, das machen wir dann schon. Gell? Ja, ist in der Ordnung. Einen schönen Tag. Ja, alles Gute, ja. Alle merci. So, Dali. Wer will denn jetzt schon wieder etwas von mir? Notfallzentrale, Häusli. Was brauchen Sie? Sie brauchen meinen Rat. Aha. Sie wissen schon, das ist Notfallzentrale. Ich bin ja nicht das Ratshaus. Um wen geht's? Um Ihre Tochter? Schwanger ist sie. Ja, gratuliere. Ja, ho, Sie wissen nicht mehr von wem. Oha, gratuliere nicht mehr. Ja, aber nein, wie kommen wir das vergessen? Wir haben ja gar keine Fasnacht gehabt, das Jahr nicht. Wie hat er denn ausgesehen? Aha. Mit der Maske getragen, hä? Ja, das sind Folgen von Corona, hä? Das ist, jetzt wollen Sie eine Anzeige, wenn Sie jetzt aufgeben. Aber, gute Frau, wie stellen Sie sich denn das vor? Ja, aber Anzeige gegen Unbekannt, oder was? Geht doch nicht! Und einen Job suchen muss die Tochter auch noch. Ja, Sie müssen jetzt nicht anfangen briegen. Ihre Tochter, die hat da schon viel Schlimmeres überstanden. Ah ja, natürlich. Der Bachelor hat sie überstanden, der Wendler und so. Hä? Also jetzt der Reihe nach. Was kann sie denn besonders gut? Ist nicht gerade viel, hä? Und was kann sie denn überhaupt nicht? Mit Zahlen hat sie Schwierigkeiten. Was steht im Zeugnis drin? Zeitgerechte Kommunikation, schlecht. Ja, aber sie, da hätte ich gerade sofort den Traumjob für ihre Tochter. Aber gerade sofort. Ja, natürlich, die soll sich beim BAG bewerben. He? Mit diesen Voraussetzungen, ja, die wird dort noch Chefbeamtin. He?